Ja, hallo, da sind wir wieder. Schön Eiche TV und Pink Pearl Music. Ab sofort eine Einheit. Wir werden etwas mehr Musik machen. Wir werden ein bisschen mehr aus der Veranstaltungsbranche berichten. Aber natürlich das Schön Eicher Lokalkolorit nicht vergessen. Wir wollen eine neue Rubrik einführen. Lehrberufe von Handwerkern hier in Schön Eiche. Damit werden wir in der nächsten Folge anfangen. Und wir werden natürlich auch wieder aus dem Rathaus berichten. Und ganz neu wird es sein, wir werden ganz viel aus Neuruppin berichten, also aus dem vom Hangar 312. Deswegen hier auch schon dieses große Plakat. Die eine oder andere wird es im Ort schon gesehen haben. Also wir haben uns mit Neuruppin, mit dem Hangar 312 ein bisschen verbündet und werden dort viele Veranstaltungen machen und werden natürlich über diese Veranstaltung berichten, werden hier auch in der Berliner Straße 46 die Tickets verkaufen. Wer da Interesse hat, immer montags und dienstags gibt es die entsprechenden Tickets von 10 bis 18 Uhr. Ansonsten gern auch telefonisch oder auf Nachfrage. Wenn ihr uns nicht am Zaun oder im Garten arbeiten seht, könnt ihr immer nachfragen. Dann können wir natürlich auch immer Tickets abgeben. Es wird die verschiedensten Veranstaltungen geben, von Maite Kelly bis Eloy de Jong, bis Helge Schneider, Knorkator. Oder das große Taschenlampenkonzert. Und werden die Ersten sagen, meine Güte, Neuruppin, das ist ja nicht gleich um die Ecke. Doch, es ist gleich um die Ecke. Also wenn Sie nach Berlin reinfahren, brauchen Sie länger als nach Neuruppin. Ich fahre von hier ein bisschen mehr als eine Dreiviertelstunde. Und ich denke mal, das lohnt sich auf alle Fälle, weil es was Besonderes ist. Es ist eine besondere Location. Und ich kann es nur empfehlen, wir werden zum Schnuppern werden wir schon den ein oder anderen Ausschnitt von den letzten Veranstaltungen mal zeigen. Ich darf dort zum Beispiel mit Carsten Speck gemeinsam das sogenannte Spektakulär, das ist eine Talkshow mit Musik oder mit Unterhaltung, sozusagen aufführen oder vorführen. Die ersten zwei Veranstaltungen waren schon mega toll und davon gibt es auch hier gleich im Anschluss nachher mal einen kurzen Videotrailer und auch einen Ausschnitt aus dem ersten Programm, wo wir ein etwas längeres Video haben. Und ansonsten, ja, wenn Ihnen was einfällt, wo Sie sagen, Mensch, darüber müssten wir berichten oder darüber sollten wir berichten, laden Sie uns ein, wir kommen mit der Kamera hin, schauen uns das an und bringen Sie auf diesen Kanal alles andere zwischendurch jetzt, das war nur die kurze Einführung. Wir werden uns zwischendurch jetzt hier wiedersehen. Es wird auch eine Verlosung geben, es wird Tickets geben, schon zum Gewinnen und so weiter. Also bleiben Sie schön dran und denken Sie immer daran, Sie müssen das ganze Ding nicht hintereinander weggucken. Das ist YouTube, man kann es anhalten und morgen weitergucken. Wir freuen uns jedenfalls, wenn Sie unseren Kanal natürlich abonnieren und wenn Sie dabei bleiben und es den Freunden und Bekannten und Verwandten und den Nachbarn weitersagen. Bis dahin, wir fangen jetzt an mit dem ersten Beitrag. Ja, hallo liebe Schöneicherinnen und Schöneicher. Heute stehen wir hier vom NP-Markt in Schöneiche in der Friedrich-Ebert-Straße 3. Und es hat einen besonderen Grund, denn der NP-Markt wird umgebaut und wird sich komplett verändern. Aus dem NP-Markt wird ein Nah und Gut Martin Walter. Ja, viele werden sagen, Martin Walter kenne ich doch. Ja, das ist natürlich, gehört zu dem Edeka dazu. Und der Martin Walter wird hier diesen Laden neu eröffnen und wird wahrscheinlich daraus den modernsten und schönsten Einkaufsladen in Schöneiche machen. Und wir haben gedacht, wir gucken noch mal, bevor er zumacht, werden noch mal einmal durch den Markt gehen und werden dann natürlich zur großen Eröffnung am 21.03. dabei sein, um zu schauen, was hat sich alles verändert, wie hat sich's verändert. Und wir wissen natürlich, dass die Menschen, die hier wohnen, glücklich und froh sind, dass es diesen Laden weiter gibt, dass sie weiter eine Einkaufsmöglichkeit haben. Und wir hoffen natürlich auf einen besonderen Laden, wo die Leute gern hergehen und Freude und Spaß beim Einkaufen haben. Dann gehen wir mal rein und schauen, wie der Laden jetzt aussieht, um dann mal die Veränderung zu erkennen. Kommt mit! Ja, war Ihnen das jetzt zu schnell? Okay, wir können natürlich auch langsamer. Kein Problem, bitteschön.
Okay, na und gut. Das neue Konzept in Schöneiche. Wir sind gespannt, was aus diesem ehemaligen NP geworden ist. Am 20.03. werden wir es alle sehen in der Friedrich-Ebert-Straße 3 mit einer sehr unkomplizierten Parkraumbewirtschaftung. Und es wird natürlich auch dort wieder unheimlich viel regionale Produkte geben. Das hat mir Martin Walter extra nochmal mit auf den Weg gegeben. Die regionalen Produkte hier aus der Gegend werden wieder dort sich in den Regalen wiederfinden. Das heißt also, wir können Dinge essen, trinken und verkonsumieren, die hier von um die Ecke kommen. Ja, was gibt's noch Neues? Also wir gucken mal in den Veranstaltungskalender, wen das dann so ein bisschen interessiert in Schöneiche. Da kann man einfach mal auf die Webseite schöneiche.de gehen. Das habe ich jetzt hier mal gemacht. Und dann gibt es dort den Veranstaltungskalender und da guckt man da rein und dann sieht man dort, dass zum Beispiel am 22.03. Ist die Eröffnung des Waldgartens oder dem kleinen Spreewaldpark und dort geht die Kahnfahrerei wieder los. Also das heißt, ab 14 bis 17 Uhr können Sie dann ab dem 23.03. auch wieder Kahn fahren, wie im Spreewald. Nicht ganz so weit, nicht ganz so lange, aber trotzdem tolles, ja, ich denke mal, Event für Leute hier aus der Gegend und wenn man Besuch hat, da sind die immer ganz baff erstaunt, wenn man sagt, wir gehen jetzt in den kleinen Spreewald Kahn fahren. Also das sollte man unbedingt machen. Dann vielleicht noch zu erwähnen, der Frühjahrsputz am 23.03. Und dort finden Sie dann die genauen Daten, wo der Frühjahrsputz stattfindet. Wenn Sie diese Seite aufmachen, klicken Sie einfach den Punkt Frühjahrsputz an und dann kriegen Sie die ganzen Orte aufgelistet, wo der Frühjahrsputz stattfindet. Es wäre schon schön, in den letzten Jahren wurden so viele Tonnen Müll aufgesammelt und der Ort verschönert, dass es eigentlich nur guten Sinn macht. Was mir noch ganz wichtig ist, ein bisschen weiter vorausgeschaut, ist am 27.04. dann das Musikfest, was wieder wunderbar organisiert wird, hier aus dem Ort, aus der Gemeinde, also wo für jeden Musikgeschmack einfach was dabei ist, wo man wirklich von Position zu Position, zu Standort laufen kann, von Chormusik bis zu Rock, bis Blues, Liedermacher. Instrumentalmusik. Also es wird wieder alles dabei sein. Also da kann man sich wieder drauf freuen. Und natürlich vielleicht schon die nächste Weite, ein bisschen weiterer Blick ist dann zum Heimatfest. Und das Heimatfest findet dieses Jahr statt vom 21.06. bis zum 23.06. Das ist sozusagen das Heimatfest vor dem ganz großen Heimatfest im nächsten Jahr. Wir denken dran, nächstes Jahr 650 Jahre Schöneiche, da wird es hier richtig brummen. Ich habe schon eine Menge gehört und es wird ganz viel vorbereitet und organisiert. Da können wir uns auch drauf freuen, was vielleicht ja für den einen oder anderen doch vielleicht auch ein Punkt sein wird, auch sich mit zu beteiligen. Also man ist natürlich, oder alle freuen sich, wenn so viel wie möglich Menschen mitmachen. Und da wird es demnächst noch einige Aufrufe geben und Informationen, wo man sich da hinwenden kann, dass man da mit dabei sein kann. Was habe ich noch draufstehen? Ja, der Bürgerhaushalt. Bürgerhaushalt 2025, tolle Tradition hier. Da kann man, ich habe das mal, Moment, hier habe ich es. In dem letzten kann man im Rathaus übrigens noch, kann man sich das abholen. In den Rathausnachrichten quasi ist das mit drin. Das braucht man nur schön ausfüllen. Ich glaube, auszufüllen ist das bis zum 30.04. Da kann man noch seine Ideen, da kann man sich mit einbringen, wo man sagt, also okay, ich wünsche mir, dass es Schöneiche, das und das passiert oder dass der Weihnachtsmarkt noch eine besondere Beleuchtung bekommt. Denn die wollen wir wieder machen dieses Jahr. Es ist noch nicht ganz klar, wann wir den machen. Aber nachdem wir so viele positive Meldungen hatten, dass so viele Menschen gesagt haben, also das fehlt ihnen, das würden sie gerne wieder wollen, sind wir schon am Plan und werden aber rechtzeitig auch hier auf dem Kanal natürlich Bescheid sagen, wann und wo das passiert. Ja, dann ist mir nochmal wichtig zu erzählen, was ich schon angedeutet habe ganz am Anfang. Wir werden ab der nächsten Folge, wir sind schon am Drehen, Berufe vorstellen, also Ausbildungsberufe. Wir werden mit einem Maurer anfangen, Maurer Lehmann, Ronald Lehmann hier aus dem Ort, der ein besonderer Maurer ist, der also auch wirklich mauert wie oder Dinge macht, die ein Maurer auch früher gemacht hat. Also von besonderen kleinen filigranen Arbeiten. Also da geht es nicht nur irgendwie so ein großes Riesenhaus hinzusetzen, wo nur noch die Betonplatten aneinander geklebt werden, sondern da geht es wirklich um das Handwerk. Und das werden wir ein bisschen vorstellen. Und vielleicht ist ja ein oder andere hier in Schöneiche, der sagt, mein Sohn oder meine Tochter könnte eigentlich Maurer werden, die soll sich das mal angucken. Dafür machen wir das. Ein bisschen initiiert wird das natürlich das Ganze durch den Mittelstandsverein und auf der Seite vom Mittelstandsverein
kann man natürlich dort auch noch Informationen bekommen. Vor allen Dingen vielleicht auch als Information, auf dieser Seite finden Sie natürlich auch jetzt ganz regelmäßig Lehrstellen, Jobangebote und ganz viele Informationen zum Arbeiten hier in Schöneiche. Also wer da Interesse hat und sagt, ich habe keinen Bock mehr nach Berlin zu fahren, ich fahre jetzt inzwischen, wenn ich mit dem Auto fahren muss, weil die Bahn irgendwie nicht fährt, fahre ich inzwischen 1,5 Stunden rein, 1,5 Stunden zurück, sind 3 Stunden, die Sie eigentlich hier bei Ihrer Familie sein könnten, wenn Sie halt nicht in Berlin arbeiten, sondern hier in Schöneiche. Also das ist mal zu überlegen. Wir haben, wie gesagt, dort auf dieser Seite, auf dieser Webseite vom Mittelstandsverein, dort eine schöne Rubrik, die kann man sich runterladen, wird auch immer wieder aktualisiert. Das vielleicht als Hinweis dazu. Okay, das waren die Infos hier aus Schöneiche. Und jetzt wollen wir mal schauen. Wir haben jetzt den ersten, ich sag mal, Werbebeitrag für die erste Kulturveranstaltung in Neuruppin, von dem ich vorhin schon anfangs erzählt habe. Und da werden wir den Kollegen, der dort die Veranstaltung sozusagen führt, selbst zu Wort kommen lassen. Hier erstmal Bühne frei oder Spot frei für Jürgen Karney. Hallo liebe Freunde, es gibt eine neue Veranstaltungsreihe im Hangar 312 in Neuruppin. Da wird gelesen. Da kommt Wladimir Kamina, Katharina Thalbach wird kommen, Wolfgang Martin, Peter Meyer Maschine. Und einer muss für diese neue Reihe den Anfang machen. Es hat mich getroffen. Aber einer muss halt ran und deswegen mache ich es gerne. Am 28. März, 20 Uhr, geht es los. Ich bringe dieses kleine Buch mit und bitte nicht enttäuscht sein, aber ich werde nicht da sitzen und aus diesem Buch vorlesen, wie Weiland mein Opa aus den dicken Büchern der Vergangenheit, sondern ich werde wahrscheinlich mit Händen und Füßen euch Geschichten erzählen, die ihr so noch nicht gehört habt. Na klar, aus meinem Leben. 40 Jahre bin ich auf Sendung, Radio, Fernsehen, alles gemacht, na fast alles, aber schon so viel, dass es euch wirklich Spaß machen wird. Wenn ihr wollt, 20 Uhr in Neuruppin und jetzt sagt bitte nicht Neuruppin, das ist mir viel zu weit weg. Wenn man im Berufsverkehr von Pankow nach Spandau fährt, braucht man länger als von Berlin nach Neuruppin. Und dazu kommt, dort bin ich. Und wenn ihr auch da seid, würde ich mich riesig freuen. 28. März, 20 Uhr, Hangar 312. Jürgen Karney erzählt mit vielen Bildern, viel Musik und viel Taram und Tata. Na, wie er so ist. Aus seinem Leben. Vielleicht sehen wir uns. Ich würde mich sehr freuen. Danke, Jürgen Karney. Das war doch schon mal eine erhellende Aussicht auf die nächste Veranstaltung. Damit Sie vielleicht ein bisschen mehr Lust bekommen, daran teilzunehmen, verlosen wir jetzt hier in der nächsten Zeit 2 Freikarten für diese Veranstaltung. Sie müssen lediglich in den Kommentaren hier unter dem Video einfach mal uns schreiben, dass Sie wissen, wie die Sendung hieß, die Jürgen Karney im DDR-Fernsehen, also diese Wertungssendung, diese ganz berühmte, wie die hieß. Und dann nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil. Wichtig ist nur, dass Sie das bis zum 26.03. machen, damit wir Ihnen diese Karten zukommen lassen, beziehungsweise Sie auf die Gästeliste setzen können und wir miteinander dort kommunizieren können. Ja, Jürgen Karney hat schon kurz gesagt, es ist nicht so weit bis Neuruppin, also würde ich sagen, auf nach Neuruppin. Ja, da sind wir angekommen. Hangar 312. Tagen, feiern, Kultur erleben. Und was es hier alles gibt, schauen wir jetzt hier einfach mal. Wir sind jetzt hier auf der Webseite vom Hangar 312. Das kann natürlich jeder selber machen. Aber wir wollen schon mal ein bisschen das anteasern. Hier sieht man schon mal so ein bisschen. Also Sie sehen Jürgen Karney, Fritz Party, Gala und Gogov, Club der Toten Dichter, Kerstin Ott und Undine Lux, der große erste Maifest. Dann haben wir die Engerling Blues Band. Wir werden Filme zeigen. Dann gibt es ein großes Kindertagsspektakel mit Theo Tintenklecks, eine Elektroparty. Dann gibt es am 15.06. Eloy, Maite Kelly und Pia Sophie.
Katharina Thalbach, mit dem, sie liest aus dem Buch sozusagen Miss Merkel, Mord in der Uckermark, wo gerade der zweite Teil im Fernsehen gelaufen ist. Also das ist so unterhaltsam. Dann gibt's Helge Schneider, das große Taschenlampenkonzert, Wolfgang Martin mit dem Tamara Danz Buch mit ganz toller Musik, mit einem tollen Kollegen, der sonst bei Stern Meißen der Frontmann ist, wird das Ganze dort begleiten musikalisch. Dann gibt es Musik im Hangar, also im Hangar Musikclub, Angelika Weitz, Charlie Eitner und Friends. Dann haben wir Meier und Geier, ein bisschen was Erhellendes und nicht so Ernsthaftes oder nicht so Ernstes über die Pudis-Zeit. Dann wird es geben nochmal Wladimir Kaminer in der Lesung, das wahrscheinlich größte Halloween-Spektakel Brandenburgs am 30.10. Dann gibt es nochmal eine Fritz-Party. Dann haben wir Dieter Maschine Birr, der erzählt und singt. Und dann ganz spannend am 30.11. Knorkator und am 6.12. zum Nikolaustag Bellbook and Candle und noch und vieles mehr. Wichtig ist nur für Sie in Schöneiche, Sie müssen nicht nach Neuruppin fahren, Sie brauchen es nicht im Internet bestellen, Sie können die Hardcover-Tickets sozusagen hier in Schöneiche kaufen, bei Pink Pearl Music, immer montags und dienstags, genau, von 10 bis 18 Uhr, oder Sie bestellen es telefonisch und dann können wir uns immer einen Termin verabreden oder über den Gartenzaun. Also die Telefonnummer wäre dann die 030 914 22622. Das erstmal dazu. Jetzt schauen wir mal, wir haben einen schönen Ausschnitt aus der ersten Spektakulärveranstaltung, dass man mal ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie es in dem Hangar aussieht, wie eine Veranstaltung dort vonstatten geht und wie lustig und unterhaltsam das sein kann. Also spektakulär jetzt mit Eloy und Pia Sophie und natürlich Carsten Speck und mir. Bis dahin. Ich bin so gerne in Neuruppin. Mein Kopf dreht sich im Kreis, sag, was tun wir hier? Und meine Eltern direkt, oh Gott, alles gefühlt aus der Hand geschmissen, ne? Haben sich total gefreut, haben gesagt, dem musst du antworten. Wir sind hier in einem Gebäude, wo mal russische Flugzeuge untergebracht waren. Das war jetzt kurz vor Schwäbisch. Und dann haben wir gedacht, machen wir Wodka in die Wasserglas von den Eloy. Okay, können wir machen, aber nicht mit meiner Schlampe drauf. Bist du Bulle? Ich habe Dieter Bohlen angeguckt und Dieter guckt mich nur so an. Nein. Doch. Echt? Ich bin ein richtiger Ultra. Nicht wirklich? Ich freue mich sehr, dass wir uns zum ersten Mal hier heute verabreden. Und bevor wir jetzt irgendwelche langen Anfangsmoderationen machen, die dann auch ein bisschen langweilen, sowas machen die im Fernsehen, aber wir hier nicht, hole ich mir einen Partner auf die Bühne, der mich angesprochen hat, ob wir das hier eventuell etablieren können. Hier ist er, mein Freund Mario Geiermann. Wir freuen uns jetzt auf unsere erste Künstlerin hier auf der Bühne, sage ich mit Fug und Recht. Sie ist heute bei uns und da freuen wir uns sehr drüber. Hier ist für Sie als erster Gast heute Abend eine Frau und Sie sagen, die Frau, ja, die ist nicht nur schöner als wir, die ist auch größer. Ja. Und wirklich, das ist ein Traum von Frau. Ich begrüße Pia Sophie. Ich meine, sie ist ein bisschen größer, bleib mal stehen, Mario, sie ist ein bisschen größer als ich und sehr viel größer als du. Ja, wobei, wenn sie sitzt, geht's. Ne? Also, wenn ich mich dazu, naja. Pia, Sophie, wie geht's weiter? Remmel. Aber das sagen wir nicht. Also, das sagen wir nicht, ach so, das war jetzt, ich habe vorher extra gefragt. Wo bist du geboren? In Remscheid. Direkt. Ach, na Gott, ja. Ja, der war gut. Okay, genau. Bist du da auch, bist auch zur Schule gegangen dort, ja? Ich habe alles in Remscheid gemacht, ja. Alles? Alles. Oh. Pia, alles? Fast alles. Okay, da gehen wir jetzt nicht so näher drauf ein. Wann waren deine ersten musikalischen Schritte? Sag mal ein bisschen was dazu. Genau, ich habe im Kirchenchor angefangen zu singen damals, weil meine Kindergärtnerin, die liebe Helga, gemeint hat, dass ich irgendwie die ganze Zeit jeden Tag am Trällern wäre. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt negativ oder positiv gemeint hat, aber sie meinte auf jeden Fall, dass meine Eltern das mal fördern sollten und daraufhin bin ich dann in den Kirchenchor gegangen. Gesang hat mich immer schon irgendwie begleitet. Ich habe das auch immer gerne gemacht. Ich weiß noch, damals hat mein Patenonkel geheiratet
und die haben eine Hochzeitssängerin gesucht und da war ich gerade 14 Jahre alt und der hatte das irgendwie so ein bisschen mitbekommen, dass ich das gerne mache und dann haben die gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auf der Hochzeit zu singen und das war dann tatsächlich mein allererster Auftritt. Weißt du noch, was du gesungen hast? Ja, The Rose von Bette Midler. Hey. Oh. Nee, wirklich? Genau, ja. Ist ja kein leichtes Lied, also das ist, ne? Nee, ich habe mich auch ziemlich in die Hose gemacht vorher, ich war sehr, sehr aufgeregt. Du hast doch viel Sport gemacht, ne? Ja, Leichtathletik. Was hast du da genau gemacht? Alles tatsächlich, also wir hatten damals den Siebenkampf, also wirklich alles, was ging. Ich habe auch tatsächlich Leichtathletik sehr gerne gemacht, bis auf das Werfen. Da ist der Ball irgendwie immer nach hinten geflogen, anstatt nach vorne. Dann gab es ja Studium. Studium, was hast du denn studiert? Jura. Also nee. Doch, ich habe angefangen, Jura zu studieren. Ja. Wie kamst du dann auf, wie kamst du auf die Idee Jura? Also, wolltest du wirklich so Anwalt werden oder ja, Richterin? Ja, also ich muss sagen, ich habe damals immer ganz, ganz gerne diese Anwaltsserien geguckt. Ich fand das immer total interessant, auch Krimis und so. Mhm. Und also ich muss sagen, wäre DSDS nicht dazwischen gekommen, hätte ich es tatsächlich durchgezogen. Alleine, weil ich so ein Mensch bin, wenn ich was anfange, dann muss ich es eigentlich auch immer durchziehen, um mir das selber zu beweisen. Dann kam DSDS, welches Jahr war das? 2021. Nö. Nee, du hast schon mal bei DSDS mitgemacht, Mario. Ach so, oh, also ich ja. Nicht. Ich nicht, aber du. Ja, ja, genau. Du hast ja. Aber du hast ja schon mal vorher DSDS gemacht. Genau, 2016 war ich auch schon mal da, beziehungsweise 2017 wurde das dann ausgestrahlt, aber da war ich noch nicht so. Da möchtest du nicht drüber reden, weil es nicht so gut lief? Du hast ja die richtige Entscheidung getroffen, hast gesagt, gut, okay, ich nehme teil. War für mich eine tolle Feuertaufe, aber ich mach's dann nicht weiter. Und dann. Aber mutig warst du trotzdem, also das dann nochmal zu machen. Also das heißt, das hat dich nicht verschreckt, sondern dich eher ermutigt. Ja, ich muss sagen, ich war anfangs ein bisschen skeptisch, ob ich es nochmal machen möchte. Ich habe dann damals dann 2020 einen Anruf bekommen von DSDS, ob ich nicht nochmal vorbeikommen möchte. Und da muss ich schon sagen, da habe ich erstmal so ein bisschen gezögert. Und ich weiß noch, meine Mama meinte dann damals, komm, du hast nichts zu verlieren, mach es einfach. Und ja, sie sollte ja recht behalten. Sag uns doch mal, wer da alles in der Jury saß. Also 2021 hatten wir Maite Kelly, Mike Singer, Dieter Bohlen und den Wendler. Den Wendler. Ach Mensch, sag mal, den haben wir dann gar nicht im Fernsehen gesehen. Und ich weiß, ich bin gegangen und auf einmal höre ich nur irgendwie von der Jury irgendwie so Bulle. Und ich so, bitte, ich habe es ja nicht verstanden. Dann stand ich vor der Jury und dann kam, bist du Bulle? Und dann habe ich so die Leute angeguckt. Ich weiß noch, ich habe Dieter Bohlen angeguckt und Dieter guckt mich nur so an und macht so. Und dann hat er halt zum Wendler gezeigt. Und da hat der Wendler mich tatsächlich gefragt, ob ich Bulle bin. Also es war auch sein Wortlaut, bist du Bulle? Er hat dich ernsthaft gefragt, bist du Bulle? Bist du Bulle? Und dann habe ich, ja, hab ich bitte gesagt und dann meinte er, ja, weil du so groß bist. Ernsthaft? Ja, das war meine Begrüßung. Jetzt weiß ich, warum Wendler aus der Jury geflogen ist. Also die Logik erschließt sich mir. Das ist, ja, also, das ist ja unfassbar. Dann bist du aber ziemlich weit gekommen. Ja. Also das ist ja nicht so, dass du dann wieder rausgehst. Erstmal, wie ist denn das, wenn man das zweite Mal kommt? Also das heißt, die kennen dich. Wenn man das zweite Mal kommt, ist noch schöner als beim ersten Mal, Mario. Ja. Ach du lieber Gott. Es sinkt für Sie das Niveau. Ich muss sagen, die Produktion kennt einen natürlich, da wird man auch so behandelt. Ja. Aber Dieter Bohlen kennt dich nicht. Also selbst wenn er dich erkennen würde, müsste er vor der Kamera so tun, als würde er das nicht, weil die mich quasi so verkaufen wollten, als wäre ich das allererste Mal da. Wie weit oder wie lang ging deine Reise, wer es jetzt nicht mehr weiß von unseren Zuschauern hier? Also ich bin damals ins Halbfinale gekommen und bin dann quasi als beste Frau mit dem 5. Platz nach Hause gegangen. Ja, da gibt es noch mal, finde das ist schon. Aber ich habe eigentlich schon relativ früh mit 14, 15 gemerkt, wenn ich Schlager singe, habe ich irgendwie eine ganz andere Ausstrahlung. Ich kann die Menschen irgendwie ganz anders berühren und deswegen stand das für mich tatsächlich schon ganz, ganz früh fest, dass wenn ich professionell Musik machen möchte, dass es dann Schlager sein soll. Mhm. Und eigentlich war es so ein bisschen wie in so einem Cinderella-Märchen, weil ich weiß noch, das war dann der Abend, nachdem ich rausgeflogen war bei DSDS. Da saß ich dann zu Hause, hatte mein Handy auf, man bekommt ja tausende Nachrichten. Und ich weiß, ich hatte dann eine Nachricht gesehen, weil ich weiß noch, dieser blaue Haken ist mir dann aufgefallen. Und dann saß ich da und meine Eltern saßen neben mir und ich habe gesagt, irgendwie hat mir hier so ein Alex Christensen geschrieben. Und meine Eltern direkt, oh Gott, alles gefühlt aus der Hand geschmissen, haben sich total gefreut, haben gesagt, dem musst du antworten.
ja, und dann war es einfach also auch... Also für alle, die Alex Christensen nicht kennen, kennt jemand Alex Christensen nicht? Einer der bekanntesten Musikproduzenten der 90er Jahre, diesen ganzen Techno-Pop-Beat. Es gibt kaum jemanden, den er nicht produziert hat in der Zeit, muss man einfach mal sagen. Und dann hat er mich nach Hamburg in sein Studio eingeladen und hatte mir vorher einen Song rübergesendet, und zwar Ewig. Und Ewig ist ja eigentlich, hat er damals geschrieben, für Peter Maffay. Peter Maffay hat den Song auch veröffentlicht, aber er wollte den immer schon in einer Popschlager-Version rausbringen. Mhm. Und dann hat er gesagt, komm, wir nehmen den mal auf. Und ich weiß noch, als ich dann in Hamburg war, ich hatte eine ganz, ganz schlimme Mandelentzündung, mir ging es gar nicht gut. Aber ich habe mir gedacht, du kannst jetzt nicht hier dem Alex Christensen einen Tag vorher sagen, hallo, ich habe eine Mandelentzündung, ich kann doch nicht kommen. Ich war absolut gar nicht zufrieden mit der Aufnahme. Ich bin danach ins Hotel, ich habe gesagt, scheiße, jetzt habe ich mir alles verbaut. Aber er hat mich danach dann nochmal angerufen und hat gesagt, geil, komm, wir machen das. Und dann sind wir zu Telamo und waren dann bei dem Label. Schlager ist ja heute nicht mehr manchmal möchte ich schon mit dir und so weiter, so runkelschunkel, sondern ganz, ganz anders. Ja, ich muss sagen, ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan von alten Schlagern. Also ich erwische mich da immer wieder, dass ich dann, wenn hier von Udo Jürgens, Merci Cherie und so, da geht mein Herz einfach auf. Ich habe früher mit meiner Oma immer diese ganzen Schlagershows geschaut. Die hat mich quasi auch an den Schlager herangeführt. Und deswegen ist auch gerade dieser alte Schlager für mich immer so ein Stück Heimat. Gab es da bei den alten, wenn ich das sagen würde, in Anführungsstrichen Schlagersängerin, eine Sängerin, wo du gesagt hast, wow. Zum Beispiel das, damals auch Marianne Rosenberg. Das wollte ich dich fragen. Vicky Leandros, ich habe die gesehen und ich habe mir gedacht, wow, also mit so einer Leichtigkeit, den Namen habe ich mit Absicht nicht genannt, weil ich dachte, hat dieser hatten solche Schlagersängerin für dich auch eine Rolle gespielt? Absolut. Also ich finde, gerade bei diesen Schlagersängerinnen, die jetzt schon so lange im Geschäft sind, sieht man einfach auch, dass es sich auszahlt, einfach immer dran zu bleiben. Und ich finde, die singen den Schlager mit so einer Leichtigkeit, mit so einer Süße. Man kann das gar nicht in Worte fassen, so wirklich. Und na, bevor wir jetzt zur Musik kommen. Also jetzt, wir haben noch eine kleine, nicht Schnellraterunde, sondern eine Schnellfragerunde. Lieblingsmusik oder Künstler? Schlager Helene Fischer. Okay. Relativ klar. Kochst du gerne und wenn ja, warum lernst du es nicht? Nein. Nee, Quatsch. Okay, jetzt ernsthaft. Kochst du gerne und was ist dein Leibgericht? Sehr, sehr gerne. Am liebsten esse ich Nudeln mit Garnelen. Nudeln mit Garnelen? Ist jetzt nicht so schwer, aber hast du da eine bestimmte Soße, die du gerne machst? Das war gar nicht so... Das ist ja auch nicht so weit einfach. Von der Realität, was du eben gesagt hast. Ach so. Okay, sie kocht gerne Nudeln mit Garnelen. Ich halte das relativ simpel. Okay. Okay, mit wem würdest du gern, wenigstens in der Reihe, würde ich gern mal zusammen einen Auftritt machen. Gibt es da jemand? Ich muss sagen, bisher noch nicht getroffen habe ich Howard Carpendale. Und das wäre natürlich auch der Howie. Genau, so eine Ikone, mit der ich schon gerne mal auf der Bühne stehen würde. Ich werde den Howie fragen, ob er Zeit für dich hat. Ich würde sagen... Howard, deine Spuren im Sand würde gerne eine junge Dame mitgehen. Bist du bereit dazu? Super. Okay, genau, sehr schön. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Blau? Ja. Na klar, deswegen hast du auch einen blauen Overall an. Wie der VfL Bochum. Blau-weiß. Bist du Fan vom VfL Bochum? Ja. Das erfordert ja eine gewisse Leidensfähigkeit. Oh, guck mal. Gehst du denn zum Fußball auch? Jedes Wochenende. Nein. Doch. Echt? Ich bin ein richtiger Ultra. Nee, wirklich? Deine großen Ziele im kommenden Jahr? Oder was sagst du denn, was würde ich jetzt gerne erreichen innerhalb kürzester Zeit? Also ich möchte auf jeden Fall weiterhin ganz, ganz viele Menschen mit meiner Musik berühren und hoffentlich auch erreichen. Ich glaube, das ist das Schönste, was wir als Künstler können. Ja. Und vielleicht ist ja auch irgendwie nächstes Jahr mal mein erstes eigenes Konzert geplant. Würdest du auch jetzt hier was singen? Gern. Für uns? Sehr gern. Billionen Volt. Und es singt Pia Sophie am Piano, ein junger, hoffnungsvoller Nachwuchskünstler. Kopf dreht sich im Kreis, sag, was tun wir hier? Du weißt es und ich weiß, was mit uns passiert. Ich spür Herzmagie, pure Euphorie,
wenn du mich küsst. Alles wie im Rausch, weil es Liebe ist. Wie Billionen Volt, so ist das mit dir. Völlig elektrisiert, ich spür das mit. Dann lass mich nie wieder los, wie Billionen Volt. So ist das mit dir, Billionen Volt. Wunderbar, ganz, ganz toll. Pia Sophie, dein Applaus. Also wirklich. Oh, ich bin noch ganz ergriffen, Wahnsinn. Von dir, wirklich, das war so. Das war irre. Toll. Das ist ein tolles Lied. Ich könnte noch mal klatschen. Dankeschön. Ich bin so gerne in Neuruppin. Die Kadenz ist. Wir finden uns Song. Nee, kennt das noch jemand von euch? Love is everywhere. And I'll be there. Turn around whenever you need someone. Heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Eloy de Jong. Woo! Eine schöne guten Abend, alle. Ja. Ah, wunderbar. Hallo. Wir setzen uns einfach wieder hin. Ja, weißt du, Eloy? Haben Sie gesungen? Oder? Ja. Nicht ich, nein. Und Bauchnabel frei getanzt auch, wie wir das damals gemacht haben? Nein. Zum Glück, oder? Genau. Bevor wir irgendwie zu irgendeiner Frage kommen, Mario. Ja. Bitte sagst du bitte seinen vollständigen Namen, das ist kein Name, das ist eine Kurzgeschichte. Sag ja, ihn, bitte. Also, es ist wirklich schwierig. Also ich muss es ablesen und ich werde es wahrscheinlich auch nicht richtig Ich muss es auch ablesen. Du musst ja. Wirklich. Ja. Sechs Namen. Also er heißt Eugenie, François, Gilbert, Maurice, Charles, Prosper de Jong. Genau. Da haben sich die Eltern richtig Mühe gegeben, oder? Ja? Genau. Mühe gegeben schon, aber das war ein bisschen Englisch, ein bisschen Französisch, ja, aber ja. Sechs Namen habe ich ja. Wie sagen immer, mein Vater war wahrscheinlich betrunken, also meine Namen, wirklich. Ja, sechs Namen und dann de Jong ist wie bei euch Müller oder so etwas, weißt du? Aber de Jong habt ihr ja auch einen super Nationalspieler gerade. Genau. Aktuell, also ein super Fußballer. Das ist meine Cousine. Wirklich? Nee. Also, das hätte mich gefreut, Eloy. Das wäre... gut. Aber gut. Das gefällt mir. Also nicht, ich finde es schade. Mario ist nicht so ein Fußballfan. Du weißt ja, also mit Sport ist klar. Ist nicht so meins. Gott. Aber sieht man nicht. Danke, Eloy. Ja, hast du eine große Freude gemacht. Ja, sehr schön, ja. Ich kenne ihn eigentlich nur nackt. Ja, genau. Wir haben uns kennengelernt bei anlässlich einer Silbereisen-Show im vorigen Jahr. Wir waren im selben Hotel untergebracht in Leipzig und bei so einem Shows hast du ja immer viel Zeit und ich denke mal Sauna, und dann bist du meistens allein. Diesmal war ich nicht allein. Ich denke, den kennst du doch. Ja. Habt ihr euch unterhalten in der Sauna? Oder ja, hast na klar. Habt ihr? Na klar. Wirklich? Wusstest du das auch noch hinterher oder habt ihr euch dann mal wieder getroffen? Nein, hatte alles vergessen. Ich habe es direkt vergessen. Sag ich doch. Das ist eine schöne Geschichte. Aber Wir wollen ja jetzt eigentlich ein bisschen mehr von dir wissen. Okay. Du bist 73 geboren, das heißt also, du bist im 50. Ja, stimmt. Ja. Dieser Mann ist 50, das gibt's doch gar nicht, oder? Danke. Unfassbar. Danke. Nee, wirklich. Ja, klar. Nee, danke. Ja. Ja? Also, kann man auch klatschen. Ja, doch, also irre. Was viele nicht wissen, du warst
niederländischer Jugendmeister in den lateinamerikanischen Tänzen. Ja, stimmt. Ja. Und warum hast du das nicht dann noch weitergemacht? Weil ich war da schon holländischer Jugendmeister. Was also dann habe ich gedacht, okay, was können wir jetzt noch machen? Und dann habe ich irgendwie in eine Zeitung eine Anzeige gelesen, oder ein Kollege hat das gelesen und gesagt, okay, Eloy, wäre das vielleicht etwas für dich? Und dann haben die in einer Zeitung nach Jungens gesucht für eine Boyband. Und die hatten ein Screening in Holland damals und auch in England. Eigentlich ein bisschen Deutschland sucht einen Superstar, aber dann ohne Sendung dazu. Und dann bin ich da hingegangen. Und weil das war mein Jugendtraum, um in einer Boyband zu tanzen und zu singen. Und dann die Holländer haben schon ein bisschen komische Geschmack. Maar daar had het niemals wirklich funktioniert. Also, wir haben dann in Holland angefangen. Viel Presse gekriegt, viel Fernsehen, aber unsere CD's haben die nicht gekauft. Und dann hatten wir eigentlich noch eine einzige Möglichkeit. Und dann haben wir ein Angebot bekommen von guten Zeiten, schlechten Zeiten in Deutschland. Und dann haben wir, ich glaube, 15 Folgen uns selber gespielt. Also die Rolle meines Lebens. Wann? Wirklich, ja. Und dann kam natürlich über Nacht fast sowas wie ein durchschlagender Erfolg. Also ja, Love is Everywhere, was so schön gesungen wurde hier. Ja, sag's nochmal. Ja, genau. Das haben wir dann eigentlich bei guten Zeiten, schlechten Zeiten immer wieder neu gesungen. Und das wurde damals 3 Monate im Voraus aufgezeichnet. Und dann haben wir gedacht, okay, das passiert jetzt nicht. Und dann nach 3 Monaten hat meine Manager mich angerufen und gesagt, ihr seid in die deutsche Charts jetzt eingestiegen. Und ich glaube, das war irgend 73, aber das war schon, wow, wir sind in die Charts. Und dann nach ein paar Monaten waren wir eigentlich die heißeste Band hier in Deutschland. In Deutschland und dann mit Bravo Magazin, was damals ein Riesending war. Ich glaube, die haben 1,5 Millionen Exemplare von Bravo verkauft jede Woche. Weißt du noch, auf wie vielen Titelcovern ihr auf der Bravo wart? Das war wirklich so. Ich glaube, eine Woche war das Kelly Family, Caught in the Act, Backstreet Boys. Kelly Family, Caught in the Act, Backstreet Boys. Ja, Kelly Family, wirklich. Ja. Und das war krass natürlich. Es war 23 genau. Mal. Wirklich? 23 genau. Mal wart ihr. Ihr wart so oft auf dem Cover wie sonst keiner in der Zeit. Nee, na cool, schön. Ja. Dann gab es ja aber schon in der Zeit, die hatten ja vom Sound her, waren die noch ein bisschen anders als ihr. Die Backstreet Boys sind damals mit uns mit auf Tour gegangen. Also die waren unsere Vorgruppe. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Die Backstreet Boys, ja. Die Vorgruppe, das gefällt ja. Mir. Ja. Ja, ja. Habt ihr noch Kontakt zu einem von den Jungs oder hat sich das verlaufen dann später? Kaum naja. Noch, ne? Ich glaube Freundschaften und was mich stolz macht, dass ich nach so vielen Jahren so eine tolle Fan-Unterstützung habe. Also viele sind neu gekommen die letzten Jahre, aber es gibt auch noch so viele Gesichter, die damals schon dabei waren. Das ist schön. Ich habe viele... Aber Mädels, ihr müsst doch damals im Kindergarten gewesen sein, so jung. So jung, wie ihr aussieht. Jetzt geht's wieder los. Das war ein jetzt Kompliment. Geht's wieder los. Charmeur. Nee, und es gibt tolle Kollegen, aber Freundschaften und wirklich, ja, die habe ich zum Glück auch zu Hause. Ich werde hier sehr stiefmütterlich behandelt. Naja, das ist klar. Was ist das? Wodka? Ja, extra. Jetzt genau. 100 Gramm. Ist für Pia Sophie, oder? In Neu-Europien, genau. Wir sind hier in einem Gebäude, wo mal russische Flugzeuge untergebracht waren. Und dann haben wir gedacht, machen wir Wodka in die Wasserglas von den Eloy. Naja, wo wart ihr eigentlich überall unterwegs damals? Boah. Viel in Asien, China, auch in Australien, Südafrika. Und das funktioniert, das kann ich mir so schwer vorstellen. Also, was meinst du? Naja, dass die... naja, also... Der Mario kann sich manchmal nicht so ausdrücken, das nee, ist nicht schlimm. Nee, nee. In Japan oder so, ihr habt ja nicht Japanisch gesungen, oder vielleicht doch? Nee, wir haben Englisch gesungen. Okay. Und das ist schon eine internationale Sprache, ja, vor 30 Jahren. Also die haben das, ich glaube, gut mitgesungen da. Also, weißt du, die Japaner verstehen Englisch, Mario. Echt? Ja. Hab ich mir sagen lassen. Dann gab es ja ziemlich überraschend für euch... Auch 98 die Bandauflösung. Mhm. Ihr wusstet es nicht wirklich. Nee, da lernt man auch. Ich meine, es ist schön, dass junge Leute Erfolg kriegen.
Aber wir waren damals auch so jung und unerfahren. Und einerseits hat man natürlich die ganze Welt gesehen, überall Erfolg gefeiert. Aber man lernt erst später auch, wie die ganze Business funktioniert. Also mein damalige Manager hatte dann eigentlich die Trennung ohne uns bekannt gegeben. Und für mehrere Millionen die Namen der Band verkauft. Und die Bilder und alles. Und die ganze Musik-Library. Ich weiß niet wie man das auf Deutsch sagt. Genau und dann had eine Dame mich angerufen, die Inge. Und Inge war die Reporterin, die 24 Stunden pro Tag eigentlich bei uns war. Das war, kann man sehen, wie groß damals Bravo Magazin war. Die war immer nur bei uns. Also wir hatten jeden beliebte Band oder Künstler hatte seine eigene Reporter, die bei Bravo arbeitete. Und hat sie mir angerufen und gesagt, ja stimmt, das Goldinjekt nicht mehr existiert. Hab ich gedacht, was ist das? Dann habe ich Fernsehen angemacht. Und wie heißt das auf Deutsch? Teletext? Videotext, ja. Genau, und da stand, Goldinjekt hat sich aufgelöst. Also das war die Überraschung. Und dann sieht man, dass man natürlich ein Geldverdienmodell war. Gleichzeitig haben wir dann ein Deal in Amerika gekriegt, angeboten gekriegt. Aber Amerika hat dann gesagt, okay, wir wollen das mit vier Jungs machen. Und dann hätten wir eigentlich nach 5, 6 Jahren als vier dann zu dritt und dann einen neuen Jungen dazu holen. Dann haben wir gedacht, jetzt um die ganzen Weg wieder von neu anzufangen, das machen wir dann nicht. Und dann haben wir uns entschieden, okay, das war es dann. Und dann fängt die ganze Verarbeitung von alles an natürlich. Gottes Willen, ja. Ja. Du hast dich dann geoutet im Jahr 1999. Also, dass es heute absolute Normalität geworden ist, das ist einfach heute so. Das liegt aber am Zeitgeist. Das war halt in den 40er, 50er, 60er Jahren nicht so, das konnte so nicht sein, aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Leute waren einfach in der Birne noch viel zu weich, um das zu begreifen. Denk an die Gesetze, die damals bestanden und deswegen ist es umso wichtiger, ja, noch ziemlich dass, lange, solche, also dass solche Sachen heute dann auch so besprochen werden können. Trotzdem nochmal meine Frage, weil es mich echt interessiert, war das für dich dann trotzdem die Überwindung zu sagen, ich oute mich jetzt oder nicht? Na, das Gute damals, wir haben kurz Boyzone angesprochen. Ich war mit Steven von Boyzone zusammen. Und wenn man so etwas gemeinsam macht, dann ist es immer, nicht immer, dann ist es einfach einfacher. Weil wir haben dann gesagt, und das ist wirklich so, egal was andere sagen, wir lieben uns. Und wenn dann die ganze Welt vielleicht komisch reagiert, dann haben wir zumindest, sind wir zusammen. Und das hat uns so gestärkt. Und wie war die erste Reaktion? Ja, krass eigentlich. Ja, wir hatten Sinead O'Connor auf die Handy, George Michael, Blumen von Elton John, Spice Girls. Echt, ja? Das war weltweit. Das war sogar, glaube ich, in Deutschland in die Nachrichten und alles. Also, das war in Engeland. Doch, da kann ich mich noch erinnern, ja klar. Ja, wir hatten einen, wie heißt das? Wie heißen die Dinge? Helikopter? Schraubhuber. Über das Haus in Irland, wirklich. Hubschrauber, okay. Hubschrauber, ja. Wollen wir das ab jetzt auf Holländisch machen? Mal schauen, wie das läuft, oder? Nee. Ist klar, Ilo. Ja, wunderbar. Okay, aber ich finde, damit wir ein bisschen weiterkommen. Deine Solo-Karriere startete dann wann? 17. März 2018. Weil da war ich bei Florian Silbereisen zu Gast und habe ich, egal was andere sagen, zum ersten Mal im Fernsehen gesungen. 3,5 Minuten danach war ich eigentlich wieder da und ein paar Monate danach das bestverkaufende Album in Deutschland. 53 Wochen in die Chart, Platz 1. Dann hat es alles angefangen. Ist auch gut, weil ich bin natürlich mittlerweile ein bisschen älter. Pia Sophie hat noch ein bisschen Zeit, aber wir müssen schon schneller gehen, also zum Glück. Und mittlerweile sind wir das vierte Album, das Best-of-Album vor ein paar Wochen. Du hast mit deinem Partner Ibu und eine Tochter, Indy. Ja. Die ist jetzt wie alt? 12. 12, sehr schön. Und bekommen hat das Kind eine Freundin. Das ist ja... Genau. Und ihr lebt aber alle zusammen? Nee. Eigentlich ist Pia Sophie meine Tochter. Also würde ich das sagen. Jetzt wird's klar. Ja, ich bin ja jung angefangen. Also es sind zwei Familien und es sind auch wirklich zwei Familien. Also Indy lebt bei ihrer Mama und lebt bei uns. Und dann die Woche wechseln wir uns ab. Und wenn es Momente gibt, was man normalerweise als eine Familie macht, zum Beispiel ein Weihnachtsfrühstück, das machen wir immer miteinander. Es gibt ein...
Nein, pass auf, Ile, es gibt ein Zitat deiner Tochter, das ist total süß. Papa, du bist jetzt 50, jetzt ist dein Halbleben vorbei. So ist es. Das ist, dass du sagst, gut, ich sehe das anders, aber... Also ich kann sagen, also eine Stunde später war die wieder bei die Mama. Also das ist auch du rennst ja auch gerne mal mit Joggingklamotten rum, ne? Ja. Und mit Badeschlappen. Oh, ja. Kannst du es bitte... Nee, ich war vor ein paar Wochen bei einer Frühstückssendung. An dem Morgen war ich da, ich glaube es war 7, und stand ich da und hatte ich meine, nicht die normale Schuhe an. Und dann habe ich zu die Fans gesagt, die Bilder machen wollten, okay, können wir machen, aber nicht mit meiner Schlampe drauf. Er meinte seine Badeschlampen und hat gesagt, aber nicht mit den Schlampen. Ich dachte, das heißt Schlampe, aber jetzt weiß ich, dass Schlampe, tut mir leid, etwas anders ist. Also ich glaube, wenn ein paar Kinder hier sind, tut mir leid. Nein, erklären wir später, aber jetzt weiß ich, eine Schlampe hat man nicht an die Füße. Genau. Ich habe gelesen, du kochst gern. Ja. Und auch gut. Ja. Was kochst du am liebsten? Nudeln mit Garnelen. Aber vorhin gehört. Ich weiß es klar. Mit kleinen Kindern ist es schon schwierig, um Kochen noch wirklich zu lieben. Also es wird jetzt ein bisschen besser, aber lange Zeit alles, was ich versucht habe und gekocht habe, das war direkt, hat Indy gefragt, ja Papa, was kochst du jetzt? Was auch immer ich gesagt habe, das war sowieso, ah, mag ich nicht. Aber langsam wird das besser. Aber ich liebe es zu backen auch. Also da habe ich auch vor kurzem mit angefangen. Also meine Apfelkuchen und meine Haferkuchen. Welche Musik hörst du in deiner Freizeit? Also wo sagst du, da ist außer das, was ich selber an Musik mache, das finde ich toll an Musik? Nur eigentlich Lieblingsmelodien von Pia Sophie. Oh. Kann man nicht besser formulieren. Nee, okay, alles klar. Ja. Eine davon haben wir heute gehört, ein wunderschönes Lied. Als Pia mich das Lied geschickt hat in eine Solo-Version, das 1000 Kerzen, das war so auch für mich ein Geschenk und ich fand die Stimme von Pia total schön. Und dann, dann ist es schön, um auch etwas zurückzugeben. Wir waren Samstag zum ersten Mal live im Fernsehen und das war schon ein bisschen aufregend, ein bisschen spannend. Aber hat Pia auch danach gesagt, wie wir das zusammen durchgezogen haben. Wie viele Sprachen sprichst du? Englisch, Deutsch, Holländisch, ein bisschen type Französisch auch noch. Ja, und Chinesisch auch. Leider nicht. Ja? Schade, schade. Aber ich auch nicht. Also so ist nicht so schlimm. Die Japaner sind immer so, nein, die Japaner sind ja so, und die Chinesen sind ja so, das war jetzt kurz vor Schwäbisch. nee, Schwäbisch geht anders. Du schreibst ein Buch, ist das richtig? Oder meine Biografie ist vor ein paar Jahren rausgekommen, vor 3 Jahren, das war sogar ein Spiegel-Bestseller. Okay. Das Buch ist eigentlich meine ganze Lebensgeschichte, aber an der letzten Seite ist der Moment, als ich bei Florian auf der Bühne gelaufen bin, dann hört das Buch auf. Also da wird zukünftig noch ein Buch kommen, was dann danach passiert ist, also habe noch ein bisschen zu erzählen. Ja. So, Mario, das nehme ich Fragen? Ja, na klar, gibt's Fragen. Also, pass auf. Kriegt er wieder gleich. Ile, was sind deine Schwächen? So gibt keiner weiter. Oh ne, viele. So Marvin aus der ersten Reihe hier vorne. Guck mal, mit dem tollen Schild da. Ich habe gelernt, manchmal, wenn ich zum Beispiel, ich reagiere manchmal ein bisschen zu früh, zu emotional und dann sagt Ibo immer, okay, schlaf mal eine Nacht und dann, wenn du noch die gleichen Gedanken hast, dann kannst du das mal ansprechen. Ich habe die nächste Frage. Wird es ein Duett mit Jan Smit geben? Naja, das Coole ist, was ich jetzt hier erzählen kann. Aber bis jetzt haben wir in Holland noch nichts gemacht. Aber Jan und ich arbeiten gerade zusammen, um meine deutsche Hits in Holland auf Holländisch zu machen. Sagst du welchen? Nein. Nee, warten wir noch. Okay, alles klar. Okay. Auch das, wenn das also das freut mich auch, um endlich mal in Holland etwas zu machen. Oh. Ja. Worauf hast du am liebsten Autogramme geschrieben? Auf Taschen. Danke. Ich glaube, ich habe auf alles Autogramme geschrieben. Aber das letzte war mit dir im Sauna. Und so war ich schon ein bisschen überrascht. Ich wusste es. Und ich kann sagen, die 6 Narben haben nicht gepasst. Der Gag des Abends. Geil. Ich liebe es. Danke, Eloy. Vielen, vielen Dank. Hast du deinen Hüftschwung heute dabei?
Ich habe immer. Ich meine, immer. Tanzen ist wichtig und für Männer und Frauen. Ich liebe es zu tanzen, also meinen Hüftschwung habe ich immer dabei. Kannst du dir vorstellen, weg von Pop und Schlager auch Musik in eine ganz andere Stilrichtung zu machen? Naja, ich finde es, Schlager, das habt ihr auch schon angesprochen, als ich da 45 Minuten gewartet habe, bis ich dann endlich auf der Bühne geholt bin. Also ist okay. Schlager ist so, es gibt so viele unterschiedliche Schlagersorten. Eigentlich ist das ganze Schlagerbegriff nur ein Wort für so viele unterschiedliche Sachen. Ilo, wird es 2024 eine Tour geben? Sicher? Die Frage? Das ist ein bisschen, was ich gerade, wir planen eine Theatertour und wahrscheinlich kommendes Jahr, dass wir da 2-3 machen und dann in 25 eine richtige Tour wieder. Sonst mache ich meine Einzelauftritten und zum Glück ist das nach Corona auch wieder möglich. Und ja, ich bin auch, glaube ich, hier im Juni wieder. Mit Maite und auch mit Pia Sophie. Also dann genau, werden wir draußen dann performen. Also ja, ich liebe das Land, weil in Holland ist alles flach, aber hier in Deutschland hat man eigentlich alles. Und auf mein drittes Album habe ich ein Lied, wollte ich unbedingt ein Lied machen, um mich zu bedanken bei Deutschland, aber bei euch. Und das werde ich dann jetzt für euch singen und ich würde auch noch sagen, dass ich total dankbar finde, dass auch 2023 so ein tolles Jahr für mich geworden ist und dass ihr, meiste von euch dabei waren, um mich zu unterstützen und für euch alle natürlich schon jetzt frohe Weihnachten und ein glückliches 2024. Offene Arme. Hügelige Straße, lebhafte Gas, zweites Zuhause, meine Welt. Hier gibt's Menschen, die sagen, wir kennen dich seit Jahren, du hast uns so lange gefehlt. Grenzen von damals, die gibt's hier nicht mehr, weil man sie längst überwand. Ich komm so unsagbar gern wiederher in dieses magische Land. Ich sag danke, dass ich hier offene Arme fand. Einfach danke, denn ich liebe dich. Schönes Land, offene Arme, offene Herzen. Ich bin stolz, hier willkommen zu sein. Ich sag danke an mein zweites Dasein. Traum auf der Küste, Schnee auf den Pisten, fast neidvoll lieb ich diese Menschheit. Mein Herz läuft fast über. Sag jemand, mein Liebe, bei uns ist für dich immer Platz. Stille im Rot oder Lärm in Berlin, der Himmel ist überall schön. Von altem Wunde das meiste verzieht, ich möchte nie wieder gehen. Ich sag danke an mein zweites Dasein. Gemeinsam, here we go. Ich sag danke, dass ich hier offene. Ich sag danke, denn ich liebe dich, du verdammt schönes Land. Offene Arme, offene Herzen, ich bin stolz hier willkommen zu sein. Ich sag danke an mein zweites Dasein. Danke. Eloy Tiang. Dankeschön.
Also. Besser. Und der Latin Gitarre Sim Senfleben. Hier, super. Dankeschön. Das waren Sie, unsere erste Talkshow hier in Europien. Vielen, vielen Dank an Pia Sophie, an Ihr Leute Jong, an unseren Gitarristen Tim Senfleben und natürlich lieber Mario. Vielen Dank also. Auch an dich. Spektakulär, die erste. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Sie haben sich unterhalten gefühlt, haben vielleicht Lust bekommen, auch einmal daran teilzunehmen. Es sind tolle Spektakulärfolgen in Planung, unter anderem mit Lippi und vielen anderen spannenden Künstlern. Dazu aber dann demnächst mehr. Ja, wir sind jetzt eigentlich am Ende, so gut wie am Ende. Es wird jetzt noch hier im Anschluss das Video der Woche geben von einem tollen Künstler, von Daniel Hilpert. Und im Anschluss daran gibt es noch einen kleinen Werbetrailer, eine kleine Aussicht auf die nächste Folge, wo Sie dann sehen, spektakulär die zweite, schon mal so einen kleinen Ausschnitt mit Hans-Werner Olm, um Sie natürlich dran zu halten, dass Sie bei uns am Kanal bleiben. Wir hoffen, wenn es Ihnen gefallen hat, dass Sie es vielleicht weitererzählen, dass Sie den Kanal abonnieren oder teilen. Wenn Sie natürlich sagen, es war toll und wir sind jetzt interessiert an der einen oder anderen Veranstaltung. Also schon mal als Leckerli werden wir noch in diesem Falle zwei Karten verlosen. Einmal Maite Kelly und zum anderen Kerstin Ott mit den dazugehörigen anderen Künstlern. Wird sie eine Karte geben? Voraussetzung ist eigentlich nur, dass sie in unserem Kanal einen Kommentar hinterlassen, sagen, dass sie daran interessiert sind. Und das bis zum 24.04., weil dann machen wir Cut, weil dann wollen wir auch die nächste Folge eigentlich am Start haben. Und damit Sie schon wissen, ja okay, da kann ich nicht bei dem Veranstaltung, vielleicht will ich ja zu einer anderen Veranstaltung. Und gibt es denn nächste Mal auch wieder was zu gewinnen? Na klar, und zwar gibt es beim nächsten Mal zu gewinnen Ticket Helge Schneider und Ticket Knorkator. Und Sie sehen, die Tickets, die Hardcover-Tickets sind schon da. Das heißt also, Sie können die jederzeit jetzt hier schon bei uns kaufen, also zu den entsprechenden Zeiten, oder Sie rufen einfach an. Wir haben die Tickets da und Sie können sich sozusagen Ihren Platz sichern. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nur danke, bleiben Sie schön dran. Und wie gesagt, wir freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat, und Anregungen und Informationen natürlich gern auch hier notfalls über den Gartenzaun, oder Sie rufen uns an, die Telefonnummer hatte ich vorhin schon mal gesagt, oder kommen vorbei, Berliner Straße 46. Wir haben immer ein offenes Ohr für Ideen, neue Anregungen und Wünsche. Was geht? Nur was geht. Ist klar. Ansonsten bis dahin, bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge hoffen wir, dass diese dann im... Jetzt hat es gejault, sehen Sie? Ja, das sind jetzt, da kommen jetzt die ersten Informationen, die ersten Tickets werden bestellt. Alles klar. Ja, wir sehen uns hoffentlich Mitte April wieder mit der nächsten Folge von Schöneiche TV und Pink Pearl Music Magazin hier in Schöneiche. Mach's gut, Nachbarn. Tschüss. Ich müsste eigentlich gleich an der Garage sein, wo der DeLorean geparkt ist. Ausgezeichnet. Du setzt dich in die Zeitmaschine und reist ins Jahr 1985. Bei Verzauberung unter dem See spielst du dann deinen Song und reist danach zurück in die Zukunft. Ah, und dann ist das Raumzeitkontinuum wieder im Einklang? Präzise. Korrekt, Helpy. Okay, Doc, dann sehen wir uns in der Zukunft. Mach's gut. Viel Glück. Wir sehen uns in der Gegenwart. Gegenwart. Tschüss, Doc. Nochmal einheizen, ja? Okay. Ich habe einen Uldi für euch. Also, da wo ich herkomme, nennt man das einen Uldi. Leute, das ist ein Blues, Rhythmus B. Achtet auf die Tempiwechsel, der Rest ergibt sich von selbst.
an meiner Zeit. Die Zukunft kann mich mal. Egal wohin man sieht sie überall. Nein, du bist nicht hip. Du bist ein Hipster. So jung machst auf Retro, dir wächst ein Krauser. Verdammt, du siehst ja noch viel cooler aus als ich. Siehst aus wie ein echter Künstler und ich nur so wie ich. Verdammt, ich hab schon wieder den halben Tag verpennt. Jetzt bin ich der Nerd und du liegst im Trend. Immer am Nabel der Zeit, nicht schon wieder. Immer an der Zeit vorbei, nicht schon wieder. Das passiert mir jedes Mal, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, bitte nicht schon wieder. Trainingsjacke, Haare asymmetrisch. Nirvana, Tokotronic hören, als hätte man einen Fetisch. Man war cool, wenn man uncool war, die anderen waren Mainstream. Doch sangen wir gemeinsam den Refrain von Self-Esteem. Ich stand vorm Spiegel, hab gedanced wie Michael Jackson zu einem Song von DJ Bobo, ich hatte voll die Action. Dann fand ich meinen Sound im Song Satisfaction. Die Songs auf der Gitarre waren die von Eric Clapton. Am Nabel der Zeit, nicht schon wieder. Immer an der Zeit vorbei, nicht schon wieder. Das passiert mir jedes Mal, nicht schon wieder. Bitte nicht schon wieder. Immer ein Kommen und Gehen, die Zeit bleibt einfach nicht stehen. Sie bringt neue Trends, sie bringt neue Fans und niemand kann widerstehen. Immer erst wenn ich kapier, dass mich irgendwas inspiriert, dann springe ich auf, es nimmt seinen Lauf und schon ist es wieder passiert. So langsam wird es mir klar, alles war schon einmal da. Es wird probiert, neu kombiniert und besser gemacht als es war. Alles da draußen eine Show, perfekt ist die Illusion. Alle sind Teil, alle gehen steil und niemand fragt mehr wieso. Hallo Dieter? Hi, ich bin's Undine. Du bist doch immer auf der Suche nach tollen neuen Sounds und ich glaube, ich hab da was richtig Cooles für dich. Hör mal hin! Ich schätze, ihr seid noch nicht so weit, aber eure Kids werden wohl drauf abfahren. Egal, aber war so. Ich war in Musik sehr gut, muss ich sagen. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Du bist nicht nur, sag mal noch, Künstler, der live auftritt, du bist auch Fotograf und Maler. Ja, und nebenbei schreibe ich noch Songs. Hier ist Hans-Werner Olm. Schön, dass ihr meine Gäste seid heute. Da freue ich mich sehr. Ist schon klar. Du bist ja dann irgendwann 80, 81, 82, begann ja deine Karriere auch bei RTL. Wie kommst du dann dahin? Ich wollte eigentlich Gynäkologe werden. Ein Freund von mir ist Gynäkologe, hat mich jetzt umgeschult. Ist das irre? Auf was? Auf Malermeister. Und auf jeden Fall immer schön nach links und rechts gucken, wenn ihr über die Autobahn wollt. Man hat sich gedacht, heute passt das. Aber was kommt damit? Ich
habe Konditor gelernt. Das Weiß, reines Baiser. Der rote Keil, das absolute Symbol der Transzendenz. Ich war immer der Sonderbare, mehr oder weniger. Früher sagte man, der kommt nicht mit. Ein entkörperlichter Kampf der Geschlechter bei gleichzeitig kodierter Reduzierung von Intimität. Und das auf eine Torte. Ja? Du, da ist in Chur ein Straßenmusiker, den müssen wir mal fragen. Ich habe Ehrfurcht vor Schnee. I get, now it's time for me to give up. I think it's time. 32 faule Zähne, Folge schlechter Mundhygiene. Außerdem sind sie noch lose, hier der Grund Paradontose. Got a picture of you beside me, got your lipstick marks along your coffee cup. Oh yeah. Diesen Tag werde ich mir schenken, nichts und niemand hält mich heute. Du hast schon gesagt, du bist auch... Ja, ich bin fertig hier. Nee.